In den vedischen Schriften wird erklärt, dass alles an der Kuh positiv nützlich ist. Sogar ihr Urin, sogar der Kot der Kuh, der Kuhdung, ist auch, gibt es Erkenntnisse, dass der Kuhdung voller antiseptischer Stoffe ist. Das ist nicht wie normaler Kot oder Ausscheidung, die voller Bakterien ist und die uns letztendlich krank machen, wenn wir viel Umgang hätten damit. Drum ist natürlich, wie sagt man, abgespült, runtergespült. Ja? Kuhdung hat viele antiseptische Stoffe und natürlich die Milch ist voller Nährstoffe und man kann so viele wunderbare Nahrungsmittel daraus machen. Und so kann man sehen, die Kuh ist ein unschuldiges, produktives, positives Tier und das wird eben in den Veden festgehalten und erkannt, so würde man eher sagen, das wird erkannt. Die vedischen Wissenschaftler haben erkannt, dass die Kuh so nützlich ist und so gewinnbringend für den Menschen und deshalb soll sie speziell beschützt werden. Noch dazu wird in den Veden erklärt, es gibt das Gesetz des Karma, dass auf jede Handlung eine Reaktion folgt. Und wenn man so ein nützliches und unschuldiges, positives Lebewesen einfach tötet, sinnlos tötet, einfach nur aufgrund von unbefriedigter Sinne, dann bekommt man speziell negative Reaktionen dafür. Und das ist ja auch nur logisch, wenn jemand absichtlich sinnlos aggressiv handelt, dann soll er natürlich auch eine entsprechende Reaktion bekommen, um ihn aufmerksam zu machen auf seine destruktive, sinnlos destruktive Handlungsweise. Und weil unsere Kultur heutzutage sehr, speziell die Esskultur auf Fleischkonsum beruht und speziell die Kühe auf der Speisekarte stehen, braucht sich die Menschheit und unsere Kultur nicht wundern, wenn es so viele Probleme gibt und in Zukunft sicherlich noch mehr Probleme geben wird. So wie Tolstoi schon gesagt hat, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben.